Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist heute Donnerstagmorgen und ich wollte kurz einen kleinen Film machen, bevor ich gleich einkaufen gehe. Ich hoffe mal, ich werde nicht krank. Gestern fing ein widerlicher Husten aus heiterem Himmel an. So furchtbar. Hörte und hörte nicht auf. Ich kann auch jetzt kaum Luft kriegen und unterwegs, ich war gerade mit den Hunden los, habe ich tatsächlich auch wieder gehustet, wie so ein Verrückter. Wir wollen ja nicht hoffen, dass ich mir irgendwas aufgepackt habe. Naja, wir haben eine kleine Bestellung bekommen. Und zwar von Bastel Schofes. Da habe ich schon öfter bestellt. Die sind immer sehr schnell und ist alles immer prima, in Ordnung. Und ich hatte dieses Mal da eigentlich bestellt, weil ich Glimmer Mist, die haben Glimmer Mist angeboten, Art, ach Quatsch, Glimmer Mist habe ich hier, ich bin schon ganz, Entschuldigung, ich muss nochmal neu starten, Art Glitter Glue, ich wollte Art Glitter Glue haben, aber in größeren Packungen hatten die sie im Angebot und ich habe die auch dann eine bestellt und habe gedacht, wunderbar, und dann hieß es, ah, der ist aber erst, ich habe mich verlesen, ich dachte Ende, Mitte, so 20. Juli, also ich habe Anfang Juli bestellt, Juli, ihr müsst es jetzt vorstellen, wir haben jetzt schon Mitte August vorbei und dann hieß es, nein, das ist nicht Juli, guck genau hin, da hieß es August, 20. August ist der erst lieferbar, der Art Glitter Glue. Das ist immer sehr, sehr schwierig zu bekommen und wenn ich es jetzt aus Amerika schicken lasse, was mir beim letzten Mal ja so passiert ist, Bestellung war vor dem 1. Juli schon auch schon raus, da kann da ganz schön viel Geld drauf kommen, weil es kommt jetzt Zoll drauf. Es gibt keine Zollfreiheit mehr. Also ich kann nur jeden warnen, jetzt aus dem Ausland. Also muss jeder wissen, aber ja. Auf jeden Fall hatte ich deswegen eigentlich nur bestellt, weil ich das Art Glitter Glue haben wollte. Und zwar in der größeren Packung. So weit, so gut. Dann habe ich gedacht, okay, es eilt nichts. Kann ich drauf warten, die brauchen nicht zwei, drei Pakete schicken, ich kann warten. Und so wartete ich und wartete ich und wartete ich und wartete ich und wartete. Und jetzt kriegte ich die Nachricht, Art Glitter Glue ist nicht lieferbar jetzt, die bekommen es selber nicht und das dauert. Ob ich denn, die wollten jetzt die Bestellung abschließen. Nun muss ich dazugeben, hätte ich das alles gar nicht gebraucht, ich wollte eigentlich nur Art Glitter Glue haben, aber ihr wisst, wie es ist, ne? Jetzt hat man es. Was ich hier nochmal bestellt habe, das ist hier Tattooed Angel, Glimmer Mist, das ist diese pitschige Farbe und dann gab es so ein Dreier-Set, das ist so blau, ihr seht es ja blau, was ist das hier für eine Farbe? Ich habe es noch gar nicht aufgehabt, rot sehen wir, ach das ist ein Grün, okay, das ist ein Grün, die Farben finde ich sehr, sehr schön. Was ist das denn hier? Postcard. Ich habe hier so eine Postcard dabei. Ach, hier kann ich noch was drauf stempeln. Ah, hier ist noch so eine, ein Baum vielleicht. Ja, das hatte ich jetzt gar nicht so genotiert, gar nicht so registriert. Ja, das lege ich mal auf die Seite. Also, das muss man immer sehr, sehr gut schütteln. Glimmer Mist. Es tendiert leider dazu, zu verstopfen. Ne? Jetzt sagte jemand, man soll es auf dem Kopf stehen lassen, wenn man es dann benutzt hat. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Wir können es ja mal ausprobieren beim nächsten Mal. So, dann muss ich dazu sagen, den Dreier, diese Dreierpackung von dem Glimmer Mist hat 11,50 gekostet. Und das Einzelne hat 3,30 gekostet. Ich glaube, das waren alles reduzierte Sachen, die ich da bestellt hatte. Dann habe ich mir so ein Stempel bestellt. Ich brauche jetzt irgendeine Unterlage. Habe ich irgendwas? Man kann es vielleicht hier drauf ganz gut sehen. Ihr seht einfach nur so kleine Schrift ist das. Ich dachte, das kann man immer mal gebrauchen. Das ist Polka Doodles. Polka Doodles. Ja. Da sieht man es besser, vielleicht die Schrift ist so und so, ne? Fand ich ganz schön. Hab gedacht, das nimmst du dir nochmal mit auf jeden Fall. Das klemme ich mir jetzt mal dahinter. Das kann weg. Dann habe ich mir bestellt, das war auch so ein Angebot, ich glaube, das sind fünf Bogen. Graphic 45.
solche Papiere, das ist fünfmal das gleiche, das war auch reduziert irgendwo. Das kann man immer irgendwo gebrauchen. Da habe ich schon ein paar Mal was aufgekauft in dieser Art. Und nochmal dieses, sind das auch fünf? Muss wohl, ne? Auch fünf. Bedtime Stories, auch Graphic 45. Finde ich ganz schön. Kann man vielleicht irgendwo mal gebrauchen. Und wenn nicht, hat man wunderbare Rückwand. Ne? Gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir gut. Ich habe immer schon sehr, sehr gerne Kay & Company gekauft. Immer schon. Das ist auch kein neuer, so super neu. Das ist von 2011. Also es ist jetzt 10 Jahre alt, dass es rausgekommen ist. Aber ich habe. Ach so, warte mal. Für die habe ich hier Matte Goose, habe ich 5 Stück 2,90 bezahlt. Und für die anderen habe ich bezahlt 5 Stück 3,25. Ne? Also, aber da kann man also wirklich viel mitmachen mit dieser Art Papier. Schön dicker Cardstock. Und dieses von Kay & Company. Ich liebe Kay & Company Papiere, immer schon. Ich blätter gerade mal so kurz rein. Das ist jetzt ein Bogen mit Geschmacksfrage. Das muss. Ich finde, das hat viel Schönes. Ne? Man muss halt gucken, also diese Art Papier liebe ich schon. Die habe ich ja auch schon gehabt in der Art. Das ist zum Beispiel, was ich überhaupt nicht leiden mache. Ich zeige euch das gerne mal, aber ist nicht schlimm. Vorderseite, das finde ich gruselig. Also die Farben finde ich gruselig, diese schwierige Ausführung finde ich gruselig. Aber die Vorderseite ist wieder schön, seht ihr? Und da habe ich also auch. Ja, das kommt drauf an, das könnte man vielleicht mal benutzen, aber die Vorderseite ist sehr schön. Das ist sehr schön. Kann man viel mitmachen und das ist genauso schön. Naja, das ist nicht schlecht, aber es muss halt irgendwo hinpassen. Muss mal gucken, wo wir sind. Die Vorderseite ist nicht so meins. Also diese Farbkombination liebe ich nicht. Das finde ich wieder ganz schön, aber auch ein bisschen schluriges Muster. Es geht, finde ich ganz gut, mittelprächtig. Das finde ich wieder sehr schön. Sehr, sehr schön. Und das hat vorne das, ist es auch schön. Das ist schön mit dem Butterfly und mit den Blumen und den Stamps und so zusammengepatcht. Und vorne ist ein bisschen unruhig, aber ich denke, wenn wir einzelne Sektionen davon verwenden, ist alles gut. Grün, ja, ich bin jetzt nicht so der Grün-Typ, aber das finde ich ganz nett. Und Orange, Rot, ja, kann man immer mal machen. Also dieses hat gekostet, da sind 36 Stück drin. 18,95. Ja, finde ich in Ordnung für so gutes, hochwertiges Papier. Wie gesagt, ich räume es mal gerade auf die Seite. Wie gesagt, ich liebe diese Papiere genau wie hier Graphic 45. Ich habe hier schon mehrere Sachen aufgekauft, immer mal. Und bin da immer ganz zufrieden. Die Rechnung kann ich wegtun, das hat sich erledigt. Ja, leider habe ich jetzt mein Art Glitter Glue immer noch nicht. Okay, jetzt haben wir es immer noch nicht. Was soll man da sagen? Ich habe ein bisschen weiter gemacht und habe noch etwas in einem Kunstlexikon gerade gefunden, was ich auf jeden Fall sehr gerne noch einheften möchte. Ich überlege jetzt gerade nur. Bisschen muss ich ein bisschen vorsichtiger jetzt demnächst mal mit meinen Papieren umgehen, sonst habe ich sie nämlich bald kabadig. So, da hatte ich das erzählt mit meinem kleinen Trading Card demnächst, die ist hier drin. Und das war die Vorderseite von dem Kalender. Die habe ich einfach nur gefaltet, also so ausgeschnitten in der Größe. Und da ist noch ein interessanter Artikel drin aus der Merian. Und zwar sind wunderbare Bilder dabei und der Text ist wunderbar. Geht um Schweden. Ne? Das ist so ein wunderbarer Artikel generell über Schweden und passt genauso rein, dann habe ich ihn gleich weg. Ne? So, ich habe gedacht, dass hier vielleicht, ne, das ist Pappe, das wollen wir nicht nehmen, aber wir könnten das jetzt hier nehmen. Dann hätten wir gleich hier eine weitere Seite gestaltet. Ja, zur Feier des Tages habe ich gerade, als ich hier an den Tisch kommen wollte, meine Tasse Tee hier umgeworfen. Das macht sich immer gut. Mann, 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 Mann. Ja, also manchmal hat man es so drauf, da kann man nichts machen. Bis jetzt ist noch nie Tee umgekippt worden hier, aber nun, das erste Mal. Ach, da oben hätte ich es jetzt gar nicht, ist egal. So,
Ich habe jetzt fast gar nicht geinkt im Moment. Jetzt brauchen wir mal eine Klebeseite kurz. Haben wir da noch was? Ja, darauf können wir gern kleben. So. Karl Olof Larsson, Freiluftmaler, Wintermotiv, 1886, Öl auf Leinwand, also 1,90 Meter, 19 mal 2,09 Meter, relativ großer Schinken. Ich halte es mal ein bisschen näher. Ich hoffe, warte mal, ich stelle mich mal hin, ne, weil das mal wieder jetzt ein bisschen ein anderes Motiv ist. Er hat ja auch sehr viel draußen gemacht, ne? Freiluftmaler, da sitzt er. Und das hatte ich in einem Kunstlexikon. Ich denke, Mensch, guck mal durch. Ja, er war noch drin. Kleben wir mal sofort hinten ein. Und dann, also ich könnte noch mal oben gucken, aber ich denke nicht, dass ich jetzt noch mehr habe. Schoberlege, Schoberlege, Schoberlege. Immer mit der Ruhe. Ja, Schoberlege. ja, und das ist der Text. Ich bin immer wieder überrascht, dass mehrere gesagt haben, sie kannten den Maler gar nicht. Ja, es ist, wenn man den man so lange so gut kennt, kann man sich das gar nicht ehrlich gesagt vorstellen, dass es jemand gibt, der ihn nicht kennt. Wie machen wir das jetzt? Ach, wir machen das so. Jetzt machen wir so. Wir machen das so. Und da steht jetzt zum Beispiel, das wollte ich mal selber durch, das habe ich noch nicht gemacht. Also, Larsson Karl Olof. Populärster schwedischer Maler, 28.05.1853 in Stockholm geboren, 22.01.1990 in Sudborn, Falun gestorben. Ab 1877 bis 1885 lebte er mit Unterbrechung in Frankreich, wo er sich als Zeichner und Freilichtmaler auf jeden Fall bei Fontainebleau, ich kann kein Französisch, Entschuldigung, übte. Bereits 1890 hatte er seinen charakteristischen und unverwechselbaren Stil gefunden. Es ist eine Mixtur aus schwedischer Volkskunst, japanischer Farbholzschnittästhetik und Jugendstil. Neben den großen Wandbildern für die Oper und das Nationalmuseum in Stockholm, in Klammern 1896, machten ihn in erster Linie jedoch die zahlreichen Aquarelle und Radierungen aus seiner häuslichen Umgebung berühmt. Sie wurden vor allen Dingen in Bilderbüchern veröffentlicht. Das populärste ist Das Haus in der Sonne von 1910. Weniger bekannt sind seine Illustrationen, Gobelin-Entwürfe und Porträts. Das genau ist das Buch, mit dem ich aufgewachsen bin, Das Haus in der Sonne. Ich habe das noch. Ja, als meine Großeltern und meine Oma dann verstarb, habe ich das bekommen. Ja, da freue ich mich nach wie vor sehr drüber, dass ich diese Art Schätze habe. Ja, das war das. Ich habe schon was ausgeschnitten, wenn ich jetzt nur wüsste. Habe ich das alles gestern? Oh, wir sind schon wieder ganz schön spät. Da schellt nämlich jetzt die Uhr. Mein Gott, Kinder, wo habe ich es denn hingelegt? Das kam durch diese Überschwemmung gerade. Da bin ich so ein bisschen aus dem Takt geraten. Hier muss ich zugeben. Kann jetzt nicht aufstehen. Ich muss es jetzt schellen lassen. Es tut mir leid. Nerv. Ja, ich habe noch einige... Oh, der nervt, oder? Ich habe noch einige wunderbare... Kann man mir bitte sagen, wo ich diese Bilder habe? Die habe ich nämlich noch nicht eingeklebt. Diese Überschwemmung hat mich jetzt gerade wirklich kalt erwischt. Tara, liegt der Hund da drauf? Oh Gott, habe ich da was auf der Erde gewesen? Tara, steh mal auf. Steh mal auf. Ich glaube, ach, der Hund, der geht doch runter, du Unglückstier. Ich könnte wirklich ausrasten mit dir. So ein blöder, dober Hund. Jetzt guckt euch das an. Alles eingesaut. Der Hund ist doch wieder schwimmen gewesen. Hör mal, muss das denn sein? Donnerwetter. Ja, das sind meine zugeschnittenen Bilder. So viel dazu. Ja. Ei, der Pötz. Ja, ich habe gerade, wie gesagt, den Tee verschüttet. Damit fing der Morgen hier und drauf. Mit der Pfote schön drauf. Wisst ihr, so richtig schön alles mitschig und matschig.
Ja, mir bleibt es nicht über, als das jetzt einfach alles mal abzuputzen. Jetzt habe ich den ganzen Dreck von dem Hund auf den Bildern. Das ist wirklich ärgerlich. Den ganzen Schmand von ihren nassen Füßen hat er drauf gelegen. Ja, ich habe alles runtergeworfen, muss ich sagen. Ich habe immer noch keine Brille wieder auf. Die liegt da immer noch. Und dann sehe ich natürlich nicht, dass da noch was auf der Erde liegt. Nur erst jetzt suche ich es und stelle fest, ja, also das wird noch eingeklebt. Ach, Mensch, das ist so blöd. Naja, die Bilder selber, Gott sei Dank war es auf der Rückseite. Sonst würde ich wahrscheinlich, stelle ich jetzt hier hochkant hin. Was soll ich sagen? Jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren. Tut mir leid. Ja, das klebe ich noch auf jeden Fall ein. Dann habe ich noch diese Kalenderblätter. Da ist auch noch einiges dabei. Die sind wunderschön, seht ihr? Die werde ich noch passend schneiden. Das kann ich aber auch alles ohne euch machen. Dann habe ich noch hier solche Sachen. Da bin ich noch nicht ganz sicher. Die möchte ich unbedingt gerne haben. Die Fotos. Hier sind noch so ein paar Skizzen. Das habe ich übrigens schon, das Foto. Da könnte ich aber noch mal das Haus nehmen. Und da ist noch mal das Haus. So, deswegen hatte ich das, glaube ich, so zusammengelegt. Und da muss ich mal schauen. Ein Haus. Unser Heim, Titelbild des gleichnamigen Albums, 1899 in Stockholm veröffentlicht. Dieses Buch beinhaltet 24 Aquarelle von Kalasa. Ja. Gratulation zum Karinstag, 1894. Karin, 2. August 1894. Wie süß, ich glaube, das muss ich noch mit reinnehmen, das gefällt mir so gut. Kann man sehen. Das finde ich klasse. Die ganze Familie und er mit. Also das Bild nehme ich auf jeden Fall noch mit rein. Und dann habe ich hier so einen Sketch, aber der ist schöner. Ich weiß nicht, aber den kriege ich nicht hin. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Dann habe ich ja noch diese hier. Die sind auch alle wirklich sehr, sehr schön. Da, guck, passt ganz gut. Die stelle ich jetzt wieder vorsichtig auf die Seite, bevor noch hier mehrere Unglücksfälle passieren. Und ich könnte das schon mal ausschneiden. Ich könnte das noch mal eben kurz hier ausschneiden, weil die anderen Bilder können wir leider im Moment nicht verwenden, da sie ja vollgeschmantelt sind. Oh, mein Ding hakt wieder. Sind wir wieder soweit? Machen wir wieder Mucken. Sag mal, ja, irgendwas habe ich falsch gemacht. Ich habe keine Ahnung, was. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe immer noch nicht die Schneide gewechselt. Ich habe auch Ersatzklingen. Ich habe schon versucht, im Internet herauszufinden, wie man es abmacht. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht wissen. Da ist schief. Müssen wir uns hier hin. So, warte mal, hier haben wir das. Ja. Das gehört dahin. Da ist leider so viel abgeschnitten. Ganz viel da oben. Dann könnte ich höchstens das nehmen, dann lege ich das mal auf die Seite. Das möchte ich unbedingt reinnehmen, mit unbedingt. Das gefällt mir richtig gut. Da ist noch so ein kleiner Sketch, den nehme ich dann auch auf die andere Seite mit rein. Also, das brauchen wir noch. Seht ihr, das müssen wir aufheben. Ja, so wühle ich mich so langsam hier so, aber sicher so ein bisschen durch. Ich kann im Moment nicht viel sagen. Also ich bin irgendwie komplett gerade angeschlagen. Sind das jetzt die Folgen von diesen ganzen nervigen Aufregungen hier bei uns? Oder werde ich vielleicht wirklich krank? Ich weiß es nicht. Ich will es nicht hoffen. Kann mir das gar nicht erlauben. Ich bin wirklich darauf angewiesen, dass ich nicht krank bin.
Da ist noch ein schöner Sketch, den machen wir uns noch raus. Ja, wir wollen es nicht hoffen, dass wir irgendwie den stelle ich auch nach oben. Dann das Haus, das ist ein Haus, das werde ich noch nehmen. Das können wir auch noch mit einzwitschern. Ja, ich habe heute Nacht noch ordentlich was. Das heißt, ja, es war schon mitten in der Nacht hinterher. Ich wollte, wie gesagt, ich wollte ins Bett wieder, das gleiche Theater. Dann sagt der Basti sich, komm vorbei. Und ich dumme Schule macht das dann auch. Ne? Ich gehe dann immer noch mal kurz gucken. Muss man noch dies, muss man noch das. Uppala, schmeißt man noch wieder was weg am besten. Ja, das kann definitiv weg und das kann definitiv auch. Ich würde vorschlagen, dass wir wenigstens diese drei Sachen noch schnell einkleben. Und zwar habe ich hier schon vorne, das ist ja sein Atelier, und das habe ich irgendwo. Hier ist das sind teilweise, das ist nicht Kalaus und das ist Schweden. Ich muss ein bisschen füllen, weil das wird sonst zu ja, wie soll ich sagen, wird sonst einfach zu anstrengend, ne? Wenn man das nur, guck mal, da haben wir schon was drauf. Haben wir hier eine Rückseite, da ist schon was drauf, natürlich. Hier könnten wir zum Beispiel mal, passt das so drauf? Ach, nicht wirklich, ne? Oh je, bisschen zu groß. Schneide ich jetzt mal gerade so ab. Das geht ja auch mal. So, das möchte ich unbedingt haben. Das wäre auch schön gewesen. Das ist das Problem. Man kann immer nur eins nehmen, wenn es beide Seiten hat. Ne? Kann ja nicht alles zum Ausflipper machen, weil die hätte ich noch gemacht, aber die Größen waren unterschiedlich. Ne? Das geht halt dann nicht so gut. So, jetzt müssen wir gucken. Gratulation zum Karinstag ist das, genau. Und da habe ich jetzt zum Beispiel hier so ein wunderbares, eine wunderbare kleine Zeichnung von ihr. Die klebe ich jetzt einfach damit drauf, auf diese Seite. Das passt jetzt gerade meines Erachtens ganz gut. Ich hoffe, dass die Größe auch passt, dann wird alles gut. Nein, die passt nicht wirklich, aber wir kriegen es hin. Gut, dann müssen wir uns hier noch irgendwas überlegen, dass wir vielleicht ein Bleimchen mal da drücken. Ah, warte, ich muss noch lochen. Ich habe ja hier noch ein Loch überklebert, überbuttert, hätte ich fast gesagt. So. Dann haben wir hier diese Schwarz-Weiß-Zeichnung. Fotografie, besser gesagt, Zeichnung ist ja Quatsch. Ach, da habe ich schon was drauf. Ups, ja, wir werden schon noch einen Platz finden. Ist da auch schon was drauf? Mal gucken. Oh ja, auch schon was drauf. Dann wollen wir mal weitersuchen, was wir hier so noch alles haben am Start. Ja, wir haben jetzt hier noch. Oh, warte mal, wir machen das. Ah, das wäre jetzt natürlich, das wusste ich nicht. Okay, das wusste ich jetzt gerade nicht. Hätte gut das Haus auf die andere Seite, weil ich da eine Zeichnung von hatte. Ja, habe ich jetzt nicht. Oh, es wird schon schwierig. Ist auch etwas zu groß, muss ich etwas nachschneiden. Ich mache es jetzt freihand, das ist mir jetzt egal. Ich hoffe, dass ich es einigermaßen hinbekomme. So. Ach. Ja, ich kann euch gar nicht viel erzählen. Es ist halt bei uns so, dieses ständige Auf und Ab und dieses Gewarte. Und dann kommen zwar gute Nachrichten, man freut sich auch, aber im Endeffekt, wie soll ich jetzt das sagen? Also im Endeffekt fehlt einem fast schon die Kraft, sich wirklich zu freuen, weil es ist zu anstrengend über lange Zeit. Ne?
Es ist einfach so anstrengend. Achso, nee, da muss ich natürlich auch das Löschchen wieder mal durchzwitschern. Ja, jetzt habe ich noch das Haus. Vielleicht kriegen wir das auch noch irgendwo unter. Wir gehen mal großzügig mal ein Stückchen weiter. Wollen wir schauen. Wir könnten zum Beispiel hier drauf machen. Auf die Rückseite. Da muss ich mal schauen. Oh, das ist viel zu groß. Da brauchen wir definitiv noch mal kurz den Schneider, damit wir das nicht zu krumm und schief kriegen. Und hier auch. Jetzt müsste es aber passen. Nur eben mal kurz. Ja, jetzt passt es auf jeden Fall. Na klar, passt es jetzt. Ja, so seht ihr, ich arbeite mich so still und ohne große Sensation immer weiter. Weiter vor. Bin mir noch nicht sicher, ob es noch einen nächsten Teil über das Haus gibt. Über das Dings gibt es hier, über das Larsson-Buch, oder ob ich dann sofort ein Clip zu mache, kann auch sein. Ja, ich muss mal schauen, ob ich jetzt noch mit ein bisschen Stoff arbeite oder mit Papier oder mit Blumen. Ach, da muss ich wieder durchzwitschern hier. Weil ich habe natürlich jetzt viele solche Sachen und da muss ich mir noch was überlegen. Da bin ich noch nicht, ganz ehrlich, noch nicht ganz fertig. Muss ich noch sehen, was ich da machen kann. Ja, ich habe so ein paar Sachen ja auch rausgenommen, die wir auf jeden Fall noch irgendwo mit ein, auf jeden Fall noch mit verwenden. Und ich habe auch hier so ein paar Sachen. Noch so ein altes Bild, mal gucken. Wunderschönes Fenster habe ich hier. Seht ihr, da ist auch der Tee. Hier, bis hierhin ist der Tee gekommen, sehe ich gerade. Oh je, es ist nass geworden. Dann wollen wir es erstmal trocknen lassen. Jo, ist tatsächlich alles nass. Ist da denn noch mehr nass? Oh, es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Ist mir noch nie passiert, aber das waren diese großen Kunstbücher, wisst ihr, und da ist mir das aus der Hand gerutscht, weil die beiden so schwer waren und platsch auf den Tisch und dann war es passiert. Also ich wollte es nochmal zeigen, weil ich ja auch Bedenken hatte, aber bis jetzt ist die Papier ist heile geblieben. Es ist ein Knick drin, ist klar, ist in der Natur der Dinge, da muss ein Knick rein, sonst würde es ja nicht aufgehen. Aber ansonsten finde ich es jetzt ganz schön. Ich bin ganz zufrieden bis jetzt und es macht mir noch immer sehr viel Spaß. Also wie gesagt, ihr Lieben, ich bin mir nicht sicher, ob wir überhaupt noch einen Teil, es ist halt nur noch einkleben. Ich habe euch so ziemlich gezeigt. Ich habe auch noch ein paar Sachen in Büchern. Seht ihr, habe ich schon 4 Kilometer von gestern noch, muss ich mal eben wegpacken. Und weil ich dachte, ich hätte Fieber, weil ich wirklich fühle mich so elendig. Aber Fieber hatte ich nicht. Nee. Guck, und da ist der ganze Müll schon wieder überall hingezwitschert. Man dachte, man hätte mal aufgeräumt. Ja. Insofern war das jetzt ein kleiner, schneller Film. Ohne irgendwie große Sensation. Eben halt nur so ein bisschen Neues. Leider nicht so viel Neues, aber immerhin freut man sich ja doch drüber. Und ich suche wahrscheinlich doch noch irgendein Scrapbook-Papier oder sowas raus oder sonstiges, damit ich so ein paar Lücken noch irgendwie fülle. Aber das weiß ich noch nicht. Es muss ja auch ein bisschen schwierig bei so viel farbenfroh. Vielleicht habe ich überlegt, notfalls dieses Natur, ich habe so schöne Naturpapiere von euch bekommen, vielleicht kann ich da irgendwas mitmachen. Und dann können wir auf jeden Fall, sehe ich auch gerade, diese Sachen, die können wir noch alle irgendwo verwenden und so dazukleben. So, wo Lücken sind, ne? Wir werden nichts wegschmeißen, kein Fall. Ja, ich denke, das nächste, was ihr von mir hier in dieser Sache seht, ist ein Flip-Through. Kann aber auch noch eine Weile dauern, das geht jetzt nicht so schnell. Das heißt, es geht relativ zügig, aber bis der Film erscheint, dauert halt jetzt, ne? Ja, ich bin so ein bisschen angeschlagen. Ich weiß nicht, hoffentlich kriege ich nichts. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und munter. Passt auf euch auf. Bye, bye.